Liebe Trainerkolleginnen und Trainerkollegen, herzlich willkommen zum zweiten Teil, zum zweiten großen Block des Seminars Aktuelle Trends im ballorientierten Spiel. Hier geht es um variable Pressingstrategien. Pressingstrategien in Analyse und Vergleich, das ist so der Schwerpunkt dieses zweiten Teils. Also es geht jetzt hier mehr um das Verhalten, das Abwehrverhalten im vorderen Bereich, sprich das Verhalten der Stürmer, der offensiven Mittelfeldspieler etc. etc. Auch dazu gab es ja schon in der Vergangenheit ein Seminar, aber auch dazu wird jetzt eine Ergänzung kommen. Varianten angeboten, aktuelle Trends fließen hier ein, denn ich habe das ja schon im ersten Seminar gesagt und das ist gerade beim Pressing ganz entscheidend, glaube ich, dass da immer versucht wird, sich aus dem Pressing herauszuspielen, dass man versucht, als gegnerische Mannschaft Lösungen zu finden, dass wir nicht in das Pressing reinkommen. Und da muss man natürlich als, in Anführungszeichen, pressende Mannschaft auch wieder den Plan B in der Tasche haben. Und deswegen variable Pressingstrategien ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Überschrift. Denn ich glaube, dass man in der Lage sein muss, in Zukunft auch variabel Pressing zu spielen. Und auch nicht nur ein Schema im Kopf zu haben oder eine Strategie, sondern auch diese Strategie zumindest anpassen zu können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da möchte ich jetzt in diesen Seminaren darauf eingehen. Ja, Varianten des Pressings in Analyse und Vergleich, so heißt dieser erste Teil. Ich möchte da logischerweise auch ein bisschen Anschluss herstellen an dieses Vorwissen aus diesen alten Seminaren in Anführungszeichen. Dann nehme ich natürlich auch ein paar Sachen, um zu erläutern, was für Möglichkeiten des Pressings es gibt. Die Klassiker nach innen, nach außen gelenkt. Da gibt es aber mittlerweile auch schon Varianten aus meiner Sicht, die ich stark empfehlen würde. Und um dann entsprechend logischerweise auch Antworten zu haben gegen Mannschaften, die auch genau wissen, die lenken nach innen, spielen also jetzt den Ball nicht, sondern eher den Ball. Und dass man dann da entsprechend auch wieder eine Gegenstrategie in Anführungszeichen parat hat. Ich werde immer gefragt, in der Ausbildung oder auch so, wenn ich bei Kongressen bin, was ist denn die beste Art des Pressings? Das ist natürlich schwer zu beantworten, die Frage. Die beste Art ist wahrscheinlich die am erfolgreichsten ist, die den Erfolg sichert. Aber das hängt natürlich von verschiedensten Faktoren ab. Ich habe hier mal aufgelistet Stürmertypen und deren Möglichkeiten gegen den Ball und zentrale Mittelfeldspieler Sechser. Das betrifft jetzt ganz speziell für Trainer, die es favorisieren, nach innen zu lenken. Ich sage immer, man muss nach dahin lenken oder versuchen, das Spiel des Gegners dorthin zu steuern, wo man seine eigenen Stärken hat. Und zwar seine eigenen Stärken defensiv. Wenn ich zwei sehr zweikampfstarke Sechser habe, spricht nichts dagegen, ins Zentrum reinzusteuern. Und wenn ich darüber hinaus auch noch zwei Stürmer habe oder einen Stürmer und einen offensiven Mittelfeldspieler, je nachdem in welcher Ordnung man gerade spielt, die auch nach hinten arbeiten wollen erstmal. Es gibt ja auch Stürmer, die das ein bisschen in Anführungszeichen schlampig machen. Also sie müssen also auch mit nach hinten arbeiten wollen und aber auch Qualität haben und mal Bälle zu erobern. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, dass man dort, wenn man nach innen steuert, auch Qualität haben muss. Zweikampfstarke Sechser, Stürmer, die nach hinten arbeiten wollen, die auch mal einen Ball erobern. Habe ich das nicht, spricht vieles dafür, eher nach außen zu lenken. Wenn ich nach außen lenke, hat das die Konsequenz, ich kriege häufig Bälle auf meine Kette gespielt. In der Kette habe ich in der Regel zweikampfstarke Spieler. Auf der anderen Seite ist es natürlich günstiger, Bälle im Zentrum zu erobern, als Spielfortsetzungsmöglichkeit aus dem Zentrum heraus ist immer günstiger als am Flügel. Also es ist immer so ein bisschen Hin- und Her-Überlegung. Man muss immer schauen, aus meiner Sicht, was habe ich für Spielertypen? Was hat der Gegner für Spielertypen? Ist auch ein wichtiger Punkt. Wie ballsichere Leute hat er auf welchen Positionen? Und was dazu kommt, was hier schon steht, aus welcher defensiven Grundordnung verteidige ich eigentlich? Die eine oder andere Grundordnung, ja, bevorteilt eher die Pressing-Strategie und eine andere vielleicht nicht. Das hängt so ein bisschen von der Grundordnung ab, mit einer Spitze oder mit zwei Spitzen, wie auch immer. Und natürlich auch, wie ist die gegnerische offensive Grundordnung? Wie fächert der Gegner das Spiel auf bei Ballbesitz? Wo sind mögliche Anspielstationen? Wo sind mögliche Spieler, auf die man das Pressing steuern kann, etc. etc. Das sind alles so Grundüberlegungen, die aus meiner Sicht die Pressing-Strategie doch sehr, sehr stark beeinflussen können und auch beeinflussen sollen. Weitere Grundüberlegungen, wo will man idealerweise einen Ball erobern? Ich habe das gerade schon angedeutet, zentral oder am Flügel. Zentral hat den Vorteil, bessere Spielfortsetzung. Am Flügel hat den Vorteil, die Seitenlinie ist eine Hilfe.
aber nur bis zur Balleroberung. Nach der Balleroberung schränkt sie meine Mannschaft schon wieder ein. Also aus der Außenposition umzuschalten, ist mit Sicherheit ein bisschen schwieriger als aus dem Halbfeld oder zentral. Aber wie gesagt, es ist auch natürlich am Flügel möglich. Dann natürlich, in welchem Raum möchte ich verteidigen? Will ich relativ tief stehen oder relativ hoch verteidigen? Die goldene Mischung ist das Mittelfeldpressing, 10-15 Meter eigene gegnerische Hälfte. Wenn man sehr hoch verteidigen will, ist es das Angriffspressing, so bezeichnen wir das. Und wenn man sehr tief verteidigt, ist es das Abwehrpressing, also man zieht wegen meiner die gesamte Mannschaft in die eigene Hälfte zurück. Man wartet dort auf den Gegner und versucht da entsprechend zuzupacken, Überzahl in Ballnähe zu schaffen, um dann gegebenenfalls Bälle zu erobern. Und was ganz wichtig ist bei allen Grundüberlegungen, ich brauche diesen Plan B. Was mache ich, wenn der Gegner sich herausspielt? Wie reagieren wir? Jagen wir weiter? Gehen wir weiter drauf? Oder fallen wir eher zurück in eine bestimmte Ordnung? Das sind so die Grundüberlegungen, wenn wir über Pressing uns unterhalten.